Moin moin meine lieben Leute und Seefahrer, willkommen zurück hier bei King of Seas. Ja, es war eine kleine Pause nötig, denn meine Stimme, man kann es vielleicht hören, ist immer noch nicht ganz da. Hatte eine leichte Kehlkopfreizung und musste mich schonen und konnte deswegen nicht reden und das hat dann ein bisschen gedauert. Okay, aber wir starten direkt weiter. In der letzten Folge haben wir ja den Auftrag bekommen. Können wir mal reingucken. Sozusagen die Hauptquest. Ne? Da sollen wir natürlich Medizin bringen zu Madame Grace. Und die Medizin, die habe ich jetzt für euch vorsorglich gesammelt. Wie ihr sehen könnt, ist mein Level auch ein bisschen höher. Ich habe ein paar Nebenquests gemacht, weil ich denke mal, um voranzukommen mit der Hauptquest, müssen wir ein bisschen stärker werden. Und das Ganze hier zu zeigen, die ellenlangen Nebenmissionen, kann ich euch auch nochmal zeigen kurz. Die machen jetzt nicht super viel Spaß, immer muss ich zugeben. Meistens ist es immer irgendein Kapitän, irgendein Boot zu versenken oder irgendwas von A nach B zu bringen oder jemanden zu helfen, mit einem Schiff irgendwo anzukommen. Also, nichts verpasst habt ihr auf jeden Fall. Wir wollen uns ja auch die Hauptquest widmen. Deswegen gehe ich nochmal hier rein, Entschuldigung, wieder raus. Und werde die Hauptquest erstmal einloggen, dass wir auch zusammen die Hauptquest weitermachen. Also ist nichts passiert bis dahin. Also alles, was ihr gesehen habt bis jetzt, ist die Hauptquest. Und ich habe nichts davon weggelassen. Eben nur die Nebenquests, die für die Hauptquest ja nicht ganz so interessant sind. So, wer steht drin? Austausch schon gefallen. Wir können auf der Karte gucken, wo das genau ist. Zack. Dort unten und das Schiff ist da. Das ist gar nicht so weit weg. Also werden wir hinkriegen. Los geht's. Segel setzen und ab geht die Luzi. So, wir leveln auch gleich schon wieder. Ich habe ein bisschen meine Punkte natürlich verteilt, meine Talentpunkte. Mein Vorratsschiff, okay. Wir müssen ja eh nach unten fahren rein. Oder? Was war das ganz unten? Ja, genau. Wir schippen einmal hier die Inseln. Ja, die Medizin habe ich so nach und nach bekommen. Wenn ich die Nebenquest erledigt habe, habe ich immer so Kisten eingesammelt. Oder eben von den Inseln irgendwelche blinkenden Objekte eingesammelt. Das heißt, wir waren ein bisschen plündern. Und ja, so. Ja, für Leute, die eventuell das hier gar nicht sehen, aber gedacht haben, warum macht der Typ denn nicht weiter mit Kingdoms Come Deliverance? Ich warte darauf, dass ein 60 FPS-Patch kommt. Und man munkelt, dass das bald sein soll, weil ja auch die Switch-Ankündigung für dieses Spiel gekommen ist. Also alle Leute, die das mal spielen wollen, dachten sich so, warum spielt der Typ das auf der Xbox? Es kommt für die Switch. Wenn es Crossplay-Progression geben würde, würde ich tatsächlich das Spiel auch weiterspielen auf der Switch, um zu zeigen, wie so ein Unterschied ist. Aber ich glaube, davon können wir träumen. Das wird nicht passieren. So, okay, hier rüber. Das wird definitiv nicht passieren. Genau, ich schippe hier, oh, das ist ein Touristenschiff, egal. Ich schippe hier meistens mit meinem Geisterperk und mein Dynamitfass durch die Gegend. Fahre ich ganz gut mit, gerade wenn es um Kämpfe geht. Das Geisterschiff, da fliegen die Kugeln einfach nur so durch und man ist ein Tickchen schneller. Und das Dynamitfass, gerade wenn sie halt aufholen, das Fass kurz fallen zu lassen, ist perfekt. Wollte ich mal ganz kurz mal gucken. Ah, okay. Ich muss langsam auch die Kartografen alle aufsuchen. Mir fehlen noch einige, wie man sieht. Wenn man sich die Karte mal anguckt, ich kann mal guck mal, das ist vergrößert. Man sieht ja, wie viel da noch fehlt. Ne? Kommt noch, kommt noch. So. Das können wir jetzt auch mal machen, wenn ihr wollt. Guck mal, ich kann hier mal anhalten. Ja, ein bisschen fischen. Zack. So. Kriegt ein bisschen Erfahrung durch und man verdient. Die kann man nachher beim Fischhändler abgeben. Den haben wir ja schon einmal gesehen. Aber da könnte man das abgeben. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob ich die euch schon gezeigt habe. Ich habe den durch Zufall nur gefunden. Der ist mitten im Ozean hier unten irgendwo. Aber den zeige ich auf jeden Fall. Und da gibt es auch eine Quest zu. Fische angeln. Das können wir auch nochmal machen. Die habe ich aber extra nicht gemacht, weil ich dachte, da müsst ihr schon dabei sein. So, aber jetzt erledigen wir erstmal die Hauptquest. Also, Pro und Contra des Spiels kann ich mal drauf eingehen. Und zwar, es macht wirklich Spaß, Gefechte sich zu liefern, weil man immer hofft, man ist doch ein Tickchen stärker und schafft mehr. Was keinen Spaß macht, sind teilweise die übertriebenen weiten Fahrten und dazu kommt, dass man... Oh, warte mal hier. Ah, kriege ich den nicht mehr. Doch. Ah, um hier zu fischen, eine Expertenausbildung. Okay, die haben wir noch nicht. Was wirklich keinen Spaß macht, ist einfach, dass wenn man gerade mal irgendwo dran ist, zwei, drei andere Schiffe dazukommen oder mal zwischendurch ein Geisterschiff dazwischen kommt oder ein Schatzschiff, was sich dann auch beschießt. Das macht keinen Spaß, da hat man so gut wie keine Chance irgendwie. Aber, joa, muss man durch, ne? Da muss man durch, so. Oh, ein Stückchen haben wir noch. Ja, ich überlege gerade, was ich als nächstes spielen werde. Ich freue mich auf Metroid Prime.
muss ich sagen. Metroid Prime, sage ich schon. Ich freue mich auf Metroid. Das neue, was angekündigt wurde. Das war's auch. Ansonsten finde ich die. Oh nein! Da, seht ihr? Kann keinen Schaden zufügen. Das ist natürlich praktisch, wenn das Flossending hochkommt. Worauf freue ich mich noch von der E3? Kann ich euch gleich sagen. Oh nein, der Piratenjäger, muss das sein? Okay. Ich freue mich auf jeden Fall noch auf. Wie heißt das? Auf Mario vs. Rabbids. Auf jeden Fall. Also, ich meine, der erste Teil war schon wirklich ein Highlight. Da kann der zweite Teil eigentlich nur besser werden, weil. Also, es gehört für mich immer noch zu den eins der besten Spiele auf der Switch. Ist immer noch Mario vs. Rabbids. Auch gerade das mit. Das Add-on, der DLC mit Donkey Kong und so ist ziemlich gelungen, muss ich sagen. Bin mal gespannt, wie sie es verbessern und was da noch so reinkommt. Da freue ich mich wirklich, wirklich, wirklich riesig drauf. Kann nur gut werden. Und ansonsten eben Metroid. Ja, was man da von Zelda gesehen hat. Oh, ja, ich weiß nicht. Man hätte sich das vielleicht auch sparen können. Und noch ein bisschen warten können, dass man noch eine coolere Präsentation hat. Gerade vom Gameplay her hätte ich gerne mal was gesehen. Statt nur diese Ausschnitte da, was da denn so kann und was da Neues zukommt. Ja, super, aber reizt mich jetzt nicht so. Macht mir noch nicht so viel Hoffnung. Und die Hoffnung stirbt ja sowieso, dass ich wahrscheinlich meine Switch verkaufen werde und dann zur neuen Switch greifen muss, weil ich behaupte nur, dass das Spiel auf beiden Geräten gleichzeitig erscheinen wird. Würde mich nicht wundern, wenn das Spiel nächstes Jahr vielleicht wirklich entweder Weihnachten rauskommt oder das Jahr drauf erst wieder zum März, so wie die andere Switch gekündigt ist. Und dann wäre es ja genau fast 6 Jahre später. Ne? Also ich finde, ich weiß, Nintendo soll sich Zeit lassen mit den Spielen, weil die auch immer sehr fehlerfrei sind, aber es wäre trotzdem schön, wenn Zelda noch im nächsten Jahr erscheinen würde. Und eigentlich auch schön, wenn es für diese Konsole erscheint und nicht wieder so eine wie bei der Wii U und bei der Switch zusammen. Ne? Naja, mal sehen. So, jetzt laber ich hier von der E3 und eigentlich sind wir im Spiel. So, wir sind gleich da. So. Wo ist denn der Hafen? Irgendwo ranzoomen hier. Okay, wir sind gerade vorbeigeschwommen. Wir müssen da oben hin, ne? Oder? Sehe ich das verkehrt? Ach, wir umsegeln hier einfach mal, was soll's. Oh, hier, guck mal, ein schöner Strand. Da freuen sich die Leute aber, glaube ich. Das sieht gut aus. So, ich bin gespannt, wie es mit der Quest weitergeht. Wann wir auch zum Vater gehen. Wir müssen natürlich noch ein neueres Schiff irgendwann brauchen. Und hier mit diesem Schiff schippern wir jetzt noch ein bisschen durch die Gegend. Und dann kriegen wir noch ein größeres Kriegsschiff, behaupte ich mal. Oh, da ist schon ein Kriegsschiff. Kann uns ja hier kurz dann nicht angreifen, tut es auch nicht. Möchte man auch nicht wirklich. So. Und wer bist du? Kapitän D. Morgan schickt mich. Ich muss unbemerkt zu King's Fortress. Ist dies Schiffsladung Medikamente für mich? Der alte Morgan war schon immer so aufmerksam. Sie werden von großem Nutzen sein, danke. Aber deine Bitte ist nicht leicht nachzukommen. Die Sicherheitsmaßnahmen der Hauptstadt wurden verschärft. Ich würde meine Männer in Gefahr bringen. Ich muss um jeden Preis hinein. Ich werde nicht aufgeben. Gut, aber zuerst musst du mir einen Gefallen tun. Ich habe ein kleines Problem mit der Gruppe Kommandanten der Königin Marine. Sie haben den Verdacht, dass in meinem Hafen Schwarzhandel betrieben wird. Sie werden richtig lästig. Es sind vor allem 3 berühmte, aber auch nervige Befehlshaber, die mich stören. Niemand kennt ihre richtigen Namen. Sie selbst nennen sich Sir Brick, Sir Fregat und Sir Galleon. Wie lächerlich. Ich kann mich natürlich nicht persönlich um sie kümmern, aber wenn ein Piratenkapitän sie loswerden würde, würde das niemanden wundern. Falls es dir gelingt, gebe ich dir den Namen der Person, die dir helfen kann. Okay, also 3 Schiffe erledigen. Ist immer sehr schwer. Gerade die großen sind wirklich schwer. Gut, wir haben aber ordentlich Punkte bekommen. Und? Jetzt mal kurz in den Hafen reinsegeln. Denn? Mal gucken, unser Schiff. So, der Tischler muss einfach Teile machen. Ah, ein bisschen. So. Haben wir genug. Der Markt. Ich werde die ganzen Sachen verkaufen, die ich hier habe. Aber die eigentlich nicht brauchen und die einfach nur Ballast sind. Nein, keine Reparatur zu verkaufen. Ich habe nicht viel mehr. Wie ihr seht, habe ich ein bisschen Gold angehäuft. Aber es, glaube ich, ist gar nicht so schlecht, so viel Gold auf Lager zu haben. Denn irgendwann wird es ja kommen, dass wir ein neues Schiff brauchen. Und wer weiß, was das kosten wird. Ne? Medizin verticken. Damit wir ein bisschen Platz haben auch, ne? So.
Die Fische könnten wir auch verkaufen hier, aber die können wir beim Fischen, da kriegen wir natürlich mehr dafür. Egal, wir brauchen Platz. Falls wir noch mehr einsammeln. So, raus damit. Crewmitglieder brauchen wir keine. Was hat denn der Markt hier zu bieten noch? Quatsch, der Tischler. In seinem Laden. Gucken wir nochmal rum hier. Kanonen. Ja, sind nicht alle wirklich besser als meine? Fleutenfähigkeit. Also die könnten wir aber mitnehmen, denn wir haben ja, wie man sieht hier, die Galeonen und wir brauchen eigentlich Fleutenfähigkeiten. Also. Was können die denn? Sollen wir mal gucken, was die können? Die Fleute wirft Netze aus, die gegnerische Schiffe einfangen und sie vorübergehend verlangsamen. Kaufen wir mal. Wir rüsten es auch aus. So, was haben wir noch? Was ist das denn für eine Fähigkeit? Ah, okay. Gut. Ach. Wenn ich schon hier bin, können wir was verkaufen, ne? Man kann die Sachen auch in die Bank einlagern. Habe ich noch nicht gemacht. Macht bestimmt Sinn irgendwie, aber ich habe es noch nicht gemacht. Was für. So. Das Plündern verkaufe ich mal. Die Crew brauchen wir nicht. Meine Crew behalte ich noch? Ah. Okay. Super. Jetzt müssen wir gucken, wo wir hin sollen. Gucken wir uns die Quests mal an. Ich kann jetzt mit Talenten gehen. Ich habe noch einen Talentpunkt, den ich verdatteln kann. Reduziert die Abklingzeit von Kanonen. Das ist natürlich ganz cool. Das machen wir weiter. Die wollte ich einmal voll ballern, weil ich denke mir, gerade im Gefecht ist es sehr gut, wenn man schneller nochmal schießen kann. So. Jetzt müssen wir die Quest nochmal angucken. Wir gehen mal auf die Hauptquest kurz. Gemeinsame Feinde. Okay, okay. Gucken wir mal. Müssen wir rausfinden, wer die sind wahrscheinlich. Ja. Gucken wir auf die Karte. Okay, ist ja nicht so weit weg. Da fahren wir mal direkt hin. Jetzt kommt die richtige Piratenmusik. Versenke Sibrik. Also, jetzt habt ihr das Kreuz gesehen. Es sieht relativ dicht aus, ne? Würde man denken. Aber es ist ja ein Schiff. Das heißt, es kann auch in die andere Richtung gerade fahren. Das heißt, es kann ein bisschen dauern, bis es ankommt. Wir können unser Geisterschiff machen, dann werden wir ein bisschen schneller. Nicht super, super, duper schnell, aber schon ein bisschen schneller. Und das würde uns vielleicht ein bisschen helfen. So, man muss keine Angst vor anderen Schiffen haben. Die weichen eigentlich so gut sie können immer aus, wenn sie sehen, dass man kommt. Seht ihr das? Ah, ein bisschen gerammt sind wir, aber das ist nicht so schlimm. So. Jetzt kann ich mit X die Netze auswählen. Ich will erstmal sehen, was das ist. Ach, guck mal. Dadurch wird es verlangsamt. Ah, das ist natürlich clever. Auch hinten raus. Gut. Ey, warte mal ganz kurz. Wir haben ja... So, das müssen wir auch ausrüsten. Damit wir ein bisschen was haben. Der nächste gegnerische Schiff wird in Flammen eingehüllt. Die Segel, Rumpf und Crew Schaden zu fügen. Okay. Da ist Sir Brick da oben. Wir können ihn ja hier noch nicht angreifen, aber wie man sieht, ist es auch gar nicht. Ist auch gar nicht so stark, sehe ich gerade. Aber hier kann ich ihn nicht angreifen, sonst greifen uns die Kanonen nämlich auch an. Von Triel Briand. So, wir müssen hinter ihm herkommen, bisschen schneller. Dann ist er nämlich gleich weg. Oh, er ist schon verdammt schnell. Versuchen wir mal. Ah, geht hier unten runter. Ja. Oh, daneben. Nochmal. Ah, Mist. Ja.
Oh Mist, er erobert uns. So, das war's für ihn. So, also, er ist schon mal weg. Jetzt müssen wir den nächsten finden. Wir sehen mal ganz... Kommt noch ein paar Sachen auf, oder? Genau. Sammeln wir mal ein, den Kram. Wie ihr seht, haben wir ein paar von unseren Crew-Leuten verloren. Ist auch nicht so weit der Wild. Sammeln wir uns einfach welche ein unterwegs. Und vom Schiff selber sind die Segel ein bisschen kaputt. Ich kann mal kurz anhalten. Dann können wir das reparieren mit unseren Kits. Ein paar habe ich ja. So, das war's. Und weiter geht's. Naja, ich weiß. Das ist auch nicht so schlimm. Wir müssen gucken, wo der nächste ist. Oh, der ist gleich hier hinten. Was? Wo steckt der sich denn? Okay, also da ist leider so ein... Ich würde den gerne nehmen, weil ich muss einmal hier ranfahren, einen Leuchtturm, damit wir eventuell auch dieses Kartensegment noch bekommen hier. Denn man bekommt auch Schatzkarten, die kann ich euch gleich mal zeigen. Und wenn man diese hat, dann kann man, muss man sich die Karten so ein bisschen besser anschauen. Dann weiß man genau, wo der Schatz ist. Ich weiß zwar nicht, was es da gibt, aber das werden wir dann ja sehen. So. Kaufen wir. Ich brauche gar nicht lesen, das ist immer das Gleiche. Also, haben wir gekauft. Karte ist eingetragen. Und jetzt suchen wir uns eine andere. Guck mal, da ist er doch. Und jetzt sehen wir auch, dass wir hier... Zoomen wir ein bisschen ran. Ist der ja wirklich nicht weit weg. Also. So. An der Steuerung gewöhnt man sich relativ schnell. Wie man sieht, habe ich das für Dingsbums. So, den haben wir auch erwischt. Jetzt muss man natürlich sagen, es ist alles ein bisschen leichter vielleicht, weil ich auch schon ein bisschen höhere Level habe. Aber man muss dazu ja auch sagen, um diese Medizin zu bekommen, wäre man eh gelevelt. Also man musste so 160 Medizin haben, das war schon relativ viel. Man kann natürlich alles beim Marktplatz kaufen, aber es ist ja auch ein bisschen langweilig. Warte mal, ich mache raus, gucken, wo der nächste, das nächste Kreuz ist. Da oben, okay. Lass mal da hoch. Relativ gut, gut dazu gekommen, muss ich sagen. Das, die war jetzt nicht so schwer. Wenn wir alle drei haben. Schneller bitte, Madame. So, Sir Galleon. Den wir jetzt auch abballern. Also, desto weniger Crewmitglieder, desto weniger und auch Segel, desto langsamer werden wir auch nach und nach. Jetzt natürlich auch gegen Gegenwind. Aber auch das Zielen und das Schaden sind auch weniger, desto weniger man von der Crew hat. Deswegen muss man die eigentlich immer wieder gut auffüllen. Aber ich glaube, den können wir jetzt auch noch ohne schaffen. Ich denke mal nicht, dass der höher sein wird als 16. Und auch nicht so viel Schaden machen würde. Aber ich muss ja sagen, dass das Todesding natürlich sehr gut ist, weil das Schiff gleich anfängt zu brennen. Kommt dich daran. Wir machen mal ein bisschen schneller hier. Trotzen wir mal den Wind. Die Übrigkeit. Oh, warte mal. Ah, wir müssen leider hier anhalten. Ich muss leider hier die ganzen Dinger kaufen, weil ich will alle Karten haben. So. Ab zum Kartografen. Weißt du, ich habe Kartografen echt beim Spiel ganz oft gesucht, nie gefunden. Und jetzt, wenn man irgendwas vorhat, trifft man die andauernd. Ne? Ist ja auch witzig. Jo, wir sehen uns bald. So. Ah, da ist er schon. Turbo! Schmuggler können uns nichts. Nein, 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 fahr ausweichen! Du bist ja gerade noch Dings waren. So. Man könnte ihn auch abschießen, natürlich den Schmuggler, aber warum? Das sind ja meine Freunde. Die werde ich natürlich nicht. So, irgendwie schon ranzoomen. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu dicht an King's Fortress kommen. Denn die sind ja nicht gut auf uns zu sprechen. Das ist ja die Königsinsel. Und die werden uns sofort wegballern. Das heißt, wir müssen ihn da ein bisschen weglocken. Beziehungsweise, ich will hoffen, dass er nicht ganz dahin eiert. Ist er das da oben vielleicht schon? Das ist leider nicht so. Seht ihr, wie die mal ausweichen direkt? Das ist eigentlich ziemlich gut gemacht. Also, das ist gut gemacht. So, da müssen wir aufpassen. Also, hier geht's noch.
ziehen. Aber ich glaube, er ist hier reingeeiert. Das ist natürlich schlecht. Also hier können wir noch hin, das ist kein Problem. Nur King's Fortress können wir nicht. Was macht er denn? Wo will er hin? So. Da ist er. Hat er uns schon erkannt, dass wir es sind? Das soll uns gar nicht stören, war da. Oh nein, das war nicht so gut. Oh, das war ganz schlecht. Das war's. So. Hast du die Mission beendet? Du wirst für einige Zeit keine Schiffe der Königsmarine mehr sehen, Madame. Wer hätte das gedacht? Na gut, dann muss ich dir wohl helfen. Geh zu Clark. Er versteckt sich in einem Laden in Tortuga, aber du findest ihn sicher im goldenen Fisch, wo er sich vollstopft. Wird er mich in King's Fortress bringen? Er ist der offizielle Tischler des Königlichen Hafens. Er geht in den King's Fortress ein und aus, wie es ihm beliebt. Er wird dich in die Hauptstadt führen. Er schuldet mir so viele Gefallen, dass er nicht ablehnen kann. Sehr gut. So. Wir müssen noch Erfahrungspunkte bekommen. Oh, kein Kriegsschiff. Das schießen wir doch schnell ab. Nein, nein, ich will das Ding fahren. Nein! Ah, gut. Das Geisterschiff gemacht habe. Oh, wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. So, wir sind aber ganz knapp hier. Das können wir natürlich auch gleich untergehen. Wenn wir Pech haben. Finden wir mal das Wrack kurz hier. Und dann sammeln wir den anderen Kramer noch ein. So, und weg hier. Achso, warte mal. Hab ich noch... Ich glaube, ich habe keine... Kurz gucken, wo der Clark sitzt. Da, okay. Ich glaube, ich habe aber keine Reparationskits mehr. Na egal. Versuchen wir da anzukommen und zu sterben. Sehr gut. Oh, hier müssen wir ein bisschen ausweichen. Ah, shit. Dicht dran hier. Man kann Pech haben, dass die einen treffen von so weit. Das ist natürlich echt ärgerlich. Habe ich schon ein, zweimal gehabt. Aber so ist das dann. Gut. So, wir gehen jetzt zu Clark, dem Tischler. Das ist das natürlich. Man muss natürlich immer sehr, sehr weit segeln, um irgendwo mal hinzukommen. Das ist ein bisschen schade. Meine Segel sind leider auch sehr geschrottet. Wir probieren es trotzdem. Maybe. Wenn ich jetzt sterbe, dann fange ich an irgendwann wahrscheinlich wieder bei mir am Heimathafen an. Das ist natürlich echt ärgerlich. Aber ich glaube, wir schaffen das. Ein Stückchen noch, ein Stückchen noch. Oder oben sind noch Segler, hier gestrandet, die nehmen wir mit. Können wir unsere Crew ein bisschen auffüllen. Nicht viel, aber es sind immer so 10, 12 Leute. Oft, vielleicht auch mal weniger, aber meistens sind es so um den Dreh. Ah, guck mal. Die nehmen wir auch noch mit.
So, warte jetzt. Clark, der Tischler. Mal sehen, was der uns zu sagen hat. Achso, es wurde gefragt, wie das Spielen auf dem Handheld ist. Also im Handheld-Modus. Also ich finde es im Handheld-Modus spielt man super. Das Problem ist bloß, man kann diese Schrift über den Schiffen überhaupt nicht lesen. Also ich kann ab und zu nicht sehen, ist das jetzt die Königin Marine, ist das ein Schmuggler? Ah, das kann man wirklich nicht erkennen. Das ist mir zu klein geraten. Man kann natürlich so ranzoomen, aber dadurch wird die Schrift leider nicht größer. Also wenn ihr das spielt, spielt es auf einem großen Bildschirm. Es sei denn, man kann im Hauptmenü die Schrift größer stellen. Das habe ich noch gar nicht geschaut. Weiß ich gar nicht. Müsste man mal schauen. Weiß ich gar nicht genau. Also wenn das da behoben werden kann, ist natürlich super. Aber so ist es zu klein auf dem Dings. Definitiv. Auf dem iPad. Auf dem iPad sage ich schon. Auf der Switch. Direkt auf der Switch zu spielen. So. Da ist der Hafen doch. Perfekt. Da geht's doch nicht. Das ist der goldene Fisch. Das ist auch da, wo man die Fische hinbringt, ne? Das ist vom Angeln. Also von daher. So. Bist du Clark? Vielleicht. Was willst du? Siehst du nicht, dass ich esse? Madame Grace schickt mich. Ich muss unbedingt in die Hauptstadt kommen und du kannst mir dabei helfen. Schickt dich wirklich Madame Grace? Da habe ich wohl keine Wahl. Aber sie weiß, dass ich nicht gratis arbeite. Besonders für etwas so Riskantes wie das hier. Du wirst mir eine Menge Gold für diesen Job bringen müssen. Ich werde hier sein. Ich habe gerade erst mit dem Essen angefangen. Wie viel Gold braucht er denn? Wie haben wir das ja schon? Er braucht 100.000. Oh, das ist natürlich schon mehr als ich habe. Ne? Überlegt mal, ich hätte das jetzt nicht gesammelt. Dann hätte man hier Ewigkeiten suchen müssen. Nun gut. Achso, warte mal. Wir können mal unsere... Wir müssen mal kurz da reingehen. Dann geben wir mal unsere Fische ab. So, wir angeln mal schnell die Fische hier vorne noch weg. Dann können wir da direkt rein. Krass. 100.000, aber wir sind ja dicht dran. Also muss man ja sagen. Hier brauchst du Fische. Okay, bin ich eine andere Fähigkeit. Okay. So, ich glaube, ich habe noch ein paar Fische, die man verkaufen kann. Ich weiß es gar nicht. Nee, habe ich keine mehr, oder? Aber, ach, auch nicht. Ich kann leider nichts machen. Das ist nicht schade. Also nichts zum Verkaufen, sonst hätte ich mir vielleicht ein bisschen Geld machen können. Aber das kriegen wir gleich nicht hin. Oh, das gibt's doch gar nicht. Ja, das war's. Das war ja klar. Wie soll ich das denn auch noch schaffen? Das ist nämlich auch leichter angreift, der Heini. Das ist natürlich ein bisschen blöd. So. So, wir fangen wieder oben an. Ganz oben. Das macht aber nichts, dann können wir jetzt vielleicht noch... Oh, warte mal, gehen wir kurz rein. Vielleicht habe ich irgendwas, was ich verkaufen kann noch hier. Auf dem Markt. Auf dem Tischler. So. Wo wir irgendwas doppelt haben. Hier zum Beispiel. So kriegen wir auch langsam Geld, ne? Hier. Also habe ich schon das meiste verkauft, leider. Aber hier können wir ein paar Kanonen verkaufen, vielleicht. Naja, viel Gold brauchen wir nicht mehr, wie man sieht. Okay, mehr können wir nicht verkaufen. Macht ja auch nichts. Das war aber doch schon gar nicht so schlecht. Guck mal, ein bisschen Medizin verkaufen wir noch. Aber relativ viel. Boom, die 100.000 zusammen. Ab zum Clark. Jetzt ab zu Clark. Der ist leider jetzt ganz am Arsch, ne? Guck mal, hier oben bin ich. Und da müssen wir jetzt runter. Das ist wirklich ätzend. Und das ist das, was mich auch immer stört am Spiel, dass ich hier oben immer wieder anfange. Also. Ich weiß nicht, ob man irgendeinen anderen Hafen zu seinem Heimathafen machen kann. Habe ich noch gar nicht getestet. Vielleicht kann man das ja. Aber das ist wirklich nervig. So. Aber wenn ich die 100.000 dahin bringe, muss ich euch das ja nicht antun. Könnt ihr beim nächsten Mal gerne wieder reinschneiden. Das heißt, Ahoi und Moin Moin. Freue mich, wenn ihr ein Abo da lasst. Oh, anhalten. Ich habe nicht hingeguckt. Das war ja dumm. Das war dumm. Na gut. Aber wenn ihr Lust habt, schaut nochmal rein und bis dahin. Tschüss.